Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Adera. Und in der letzten Folge haben wir zum Schluss noch den Handschuh geholt. Und hier war ja noch der Skorpion. Und der ist jetzt verscheucht. Somit haben wir die schlangenförmige Schnitzerei und können jetzt die Tür da drüben öffnen. Ich sollte dies in mein Tagebuch schreiben, mal wieder. Das Schloss an der Canyon-Tür war beeindruckend. Die Schnitzereien ließen eindeutig auf eine alte Kultur schließen, aber der Schließmechanismus? Die Technologie ist sehr viel fortgeschrittener als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bleibe lieber in der Nähe des Hubschraubers, aber Hawk meinte, er würde ein paar Stunden für die Reparatur brauchen. Außerdem kann ich nicht nur rumsitzen und warten, wenn die Möglichkeit besteht, dass mein Großvater noch am Leben ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Vater mir dieses Geheimnis so lange verschwiegen hat. Allerdings verstehe ich ohnehin nur die Hälfte von allem, was mein Vater tut. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, die Antwort liegt gleich hinter dieser Tür. Wir schauen mal. Draußen sieht echt heiß aus. Wozu eine Tür, die nirgendwo hinführt? Oh, die Kugel. Sie leuchtet und vibriert wie im Hubschrauber. Aktiviere die Kugel, wenn sie leuchtet. Ja. Oh oh. Tippe die Puzzleteile an, um sie zu drehen, und ziehe sie auf die Umrisse, bis das Bild fertig ist. Tja, das ging ja noch. Aber ich denke mal, das wird noch schwerer. Ja, klar. Oh Mann. Der Obelisk. Zack, boff. Der Obelisk aus der Kugel. Er ist hier. Aber wie? Ja, wir brauchen noch 2 so 6-Kernsteine. Oh. Oh. Und was bringt uns das? Dass der Stein da jetzt umgefallen ist? Gar nichts. Da glitzert's. Oh. Da hat's wieder was. 6-Kernstein. Noch ein 6-Kernstein. Das war's. Ah, ich glaube, da war mein Totem dahinter, aber weil ich das schon angespielt habe, habe ich das Totem schon gesammelt. Deswegen ist da jetzt keins mehr. Das kann gut sein. Tippe, um die Steine zu drehen und die Energiekanäle von unten nach oben aufzufüllen. Upsi. Sehr schön. Und damit haben wir den. Fehlt nur noch der hier.
Okay, jetzt wird's hochkompliziert. Ups, Tatsache. Reiner Zufall. Natürlich. Ein fokussierter Lichtstrahl. Oder Energie? Die Druckwelle hat mich fast umgeworfen. Ich sag nichts zu dem Realismusgrad. Das ist einfach nicht realistisch. Auch nicht, dass der Helikopter erst unter Wasser ist und dann Blauwal ist und dann wieder zack, buff, durch Raum und Zeit fliegt. Aber muss ja nicht immer alles realistisch sein, was man hier so spielt. Wir schauen mal erst nach links. Die beiden Obelisken sind aufeinander ausgerichtet und verbunden. Lenke den Energiestrahl in der richtigen Reihenfolge auf die Symbole auf der Klippe. Das. Das. Ich wollte das erste. Dann das. Nicht das. Das, das, das. Nicht das. So, damit haben wir auch das geschafft. Und da hinten eine Tür erschaffen. Oder entdeckt, die da war. Ich leide wohl an einem durch Dehydration verursachten Delirium. Ich sehe lauter Dinge, die ich nicht erklären kann. Die Kugel hat wieder geleuchtet, wie zuvor im Hubschrauber. Dann ist ein Obelisk aus dem Sand erschienen. Er kam einfach aus dem Nichts. Hawk würde sicher sagen, dass dies ein interplanetarischer Scherzkeks war. Dass das ein interplanetarischer Scherzkeks war. Aber ich habe diesem ganzen Quatsch nie zugestimmt. Wahrscheinlich ist es ein weiteres Symptom der Erkrankung, an der ich leide. Eine lange Kette mit einem Haken am Ende. Noch so ein Metallschlüssel. Und das war's. Jetzt hat's hier den dritten Metallschlüssel. Ein Zahnrad. Das war's auch hier. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Oh. Ja, ich nehme an, die passen dahin. Die Einsätze gleiten. Ich hätte an meinen Fähigkeiten als Schlossknacker arbeiten sollen. Verschiebe die Holzschlüssel und die Haltestifte in der richtigen Reihenfolge, um die Schlüssel nach links zu bewegen. Du lieber Himmel. So. Den kann ich ja gar nicht nach unten. Ich glaube, ich muss von unten anfangen, weil ich die hier nicht runter tun kann. So. Dann so. So. Und der letzte, genau. Anders geht das gar nicht. Schauen wir mal. Treppen für uns, wie nett. Ein Geheimversteck. Das sieht wie eine Art Schloss aus. Ja gut, die Brechstange ist auch eher kein Schlüssel. Und die Kette mit Haken auch nicht. Ich denke mal, da brauchen wir irgendeinen anderen Schlüssel. Noch eine Tür mit einem weiteren bizarren Schloss. Da fehlt irgendwas von
der Scheibe, so wie es aussieht. Ein Zahnrad fehlt er nicht. Nee, okay. Gut. Ich glaube, das sind wir hier soweit mal fertig. Aber wir konnten ja noch hier nach rechts. Ein altes Schiff. Mit einem Kran. Es fehlen ein paar Teile. Da ist irgendwas von dem Schloss da links. Oh. Und eine Seilrolle. Natürlich. Wieder irgendein Hindernis extra für uns. Wir brauchen was zum Wegbiegen. Da ist die Brechstange doch immer richtig. Jawohl. Oh nein. Nicht schon wieder Wimmelbild. Ein Fossil, das sehe ich direkt hier in der Mitte. Genauso wie das Paket. Die Schaufel ist hier. Der Kompass. Da ist das Kugelrad. Die Kordel. Der Kompass. Die Leuchtfackel. Alles auf einem Haufen. Der Umschlag. Fehlt noch das Kassenbuch und ein Schlüssel. Ein Kassenbuch. Da. Und ein Schlüssel. Nicht beim Schloss. Ach, Schüssel. Oh Mann. Tut mir leid. Ist schon spät. Ich bin müde. Man merkt's. Oh Mann, da steht Schüssel und die ist da. Die habe ich schon gesehen. Kordel und Kurbelrad haben wir bekommen. Und das Kurbelrad fehlt hier beim Kran. Das geht sogar. Der Kran sieht aus, als könnte er funktionieren, wenn er eine Kette hätte. Wir haben doch eine. Ja, sehr schön. Zieh mal raus, das Ding. Und dann schauen wir mal, was da drin ist in der Kiste. Eine Kristalllinse. Eine Mumme. Da ist noch eine Scherbe. Und das war's. Immer wenn er von alleine rausgeht, dann war's das. Und damit gehen wir jetzt wieder hier rüber. Wir haben zwei Scherben. Und können damit das Türschloss bedienen. Ach so. Ja dann. Mach mal auf die Tür. Jetzt dürfen wir auch rein. Die Frage ist allerdings, ob ich das unbedingt will. Weiß nicht. Das klingt alles ganz schön seltsam. Eigentlich sollten jetzt bei mir die Alarmglocken klingeln, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es mein Schicksal ist, weiterzumachen. Kann ich die Gegenwart meines Großvaters spüren? Oder liegt es an etwas anderem, dass ich mich mulmig genug fühle, um weiterzumachen? Man muss sich strecken, um wachsen zu können, sagte mein Großvater immer. Ich schätze, es ist an der Zeit, dass ich diesem Rat folge. Sei tapfer. Wir sind mal ganz tapfer und spazieren geradeaus. Und die Tür geht hinter uns zu. Na, ganz toll. Was ist gerade geschehen? Na, das frage ich mich auch. Da hat es noch eine Kristalllinse, 2 von 5. Ein leuchtendes Fragment.
irgendwas in dieser Laterne leuchtet, wenn es nur wer rausbekommen könnte. Wenn ich es nur natürlich. Wie denn? Das Brecheisen habe ich nicht mehr. Da liegt noch ein Zahnrad. Da sind noch zwei leuchtende Fragmente. Der Kordel? Nein. Das zu verschnüren wird nicht weiterhelfen. Die Brechstange haben wir nicht mehr. Mit dem Seil, das bringt auch nichts. Da ist noch was. Oh, ein alter Steinmetzhammer. Und noch ein leuchtendes Fragment. Tatsache. Mit dem Hammer können wir jetzt das aufhauen und bekommen noch ein leuchtendes Fragment. Und können jetzt hier noch eins einsammeln. Erforsche die Höhle. Schiebe die Steine in die richtige Reihenfolge, um das verborgene Symbol zu enthüllen. Was auch minimal wie der Edenapfel aussieht, tatsächlich. So. Ui. Dieses Blaulicht, es ist, als wäre alles mit einer Art Energie erfüllt. Das passt hier rein. Das hier. Und da fehlen gleich zwei. Die beiden nämlich. Und da fehlen auch nochmal zwei. Die restlichen zwei. Und damit wieder ein Rätsel gelöst. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Geradeaus geht es dann vermutlich weiter, schätze ich. Wow. Untersuche das seltsame... Voll wieder die Zunge verknotet. Das seltsame Muster an der Höhlenwand. Lege die leuchtenden blauen Kreise auf die passenden Symbole. Entferne die roten Kreise aus der Spirale. So geht es also. Bleib doch da. Bleib da. Weg mit dir. Du da, weg. Jetzt müsst ihr Orangen wegtun. Wir sind schon recht weit, was das in der Mitte angeht. Aber ich muss schauen, dass ich halt die Orangen weg tue. Ah, darüber. Scheiße. Weg mit euch. Da runter. Da hoch. Da hoch. Darüber. Oh, und damit haben wir es geschafft. Sehr gut. Du lieber Himmel. Was ist... Oh. Schön.
sehr schöne Aussicht. Mit den Wolken, den Bergen und ganz viel Grün. Boah, das fühlte sich an, als hätte ich eine Art Energiefeld passiert. Ein unglaublicher Anblick. Sind das Tempel in der Ferne? Wo denn? Da drüben? Vielleicht. Immer wenn ich denke, dass ich diesen Ort durchschaut habe, ändert sich alles. In einem Moment bin ich in einem aufwendigen Vestibül und wehre blaue Lichter ab und plötzlich sehe ich ein üppiges grünes Tal. Was passiert hier? Wieso haben wir diese Tempel nicht gesehen, als wir über sie flogen? Und wieso ist uns die grüne Vegetation nicht aufgefallen? Im Gegensatz zur trockenen Wüste müsste sie auch auf hunderte Meter hervorstechen. Die ganze Sache hier erinnert mich an die Legenden und Geschichten, die ich in meiner Kindheit so geliebt habe. Die Geschichten, die ich später immer wieder als Lügen enttarnen konnte. Bis jetzt. Tja, wir schauen mal weiter. Ich habe es erst nicht gesehen, aber es sieht so aus, als könnte man etwas durch die Einkerbungen im Stein fädeln. Draht. Tatsache. Ziemlich dicker Draht. Die Vertiefung legt nahe, dass hier ein sehr spezielles Teil hineinpasst. Das wir wohl nicht dabei haben, so wie es aussieht. Die Vertiefung sieht aus wie ein Regal, vielleicht um etwas zu präsentieren. Haben wir hier irgendwas? Sie ist ziemlich tief verkeilt. Ich muss die Felsen wegschlagen, um sie frei zu bekommen. Also noch eine Kristalllinse. Ups. Und nur hier zumachen. Hier. Ach, das ist die Kristalllinse. Moment. Kolibri-Totem. Sehr schön. Also den habe ich noch nicht eingesammelt. Oh, die Blume auch. Tatsache. Sehr nice. Dann sollte ich die Bildschirme also auch immer auf irgendwelche Blumen absuchen. Weiß ich nicht, ob ich das dauernd mache, aber hier oben ist etwas. Ich komme nur nicht ganz heran. Tja, gut, dann gehen wir mal hier runter. Ein beachtlicher Weg. Sogar mit Geländer. Sehr schön. Aber leicht zugebaut. Hier links. Ein Stift aus Holzkohle. Sonst hier nichts. Kein Totem, keine Blume. Gut, noch ein Zahnrad. Da liegt noch eins. Und hier kommen wir vorerst nicht weiter. Wir gehen ganz nach links. Vielleicht eine Art Zugbrücke. Aber wofür? Ja, das frage ich mich auch. Muss mal ganz kurz den Ton ein bisschen umstellen. Die Musik noch ein kleines Stückchen leiser. Und wir spielen natürlich weiter. Hier gibt's noch was. Verbindung getrennt. Naja. Reagiere auf die leuchtende Kugel. Nein. Nein. Was ist denn das? Zum Glück frieren die so ein, wenn die richtig sind. Dann hat man da schon mal einen Anhaltspunkt. Und ich finde es gut, dass die nicht so schwer sind. Die Kackrätsel. Letztendlich kann man ein bisschen rumexperimentieren. Dann klappt das schon. Sieht ganz gut aus. Bis jetzt. Ach, jetzt bin ich wieder angemeldet. Kann das... Hallo? Danke. Kann das sich mal bitte hier entscheiden, was er hier macht?
Okay, da fehlt noch so eins. So. 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 Hey, wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich. Und schon ist da oben ein Mühlenrad. Die Kugel hat die Windmühle erscheinen lassen. Aber wie? Tja, das finde ich, frage ich mich auch. Finde eine Möglichkeit, die Zugbrücke zu senken. Ich brauche etwas, um diesen Ast herunterzuziehen. Er verklemmt die Flügel der Windmühle. Mit der Kordel? Nicht mit der Kordel. Mit dem Seil? Ja, mit dem Seil. Sehr schön. Ach je. Da ploppt da links was auf. Da fehlt noch ein Zahnrad. Ein Zahnrad fehlt tatsächlich noch. Habe ich irgendwo eins übersehen? Schande auf mich. Wo habe ich hier ein Zahnrad übersehen? Hier waren schon zwei. Ich weiß es tatsächlich nicht. Geh mal zurück. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, man hört im Hintergrund wieder meine Klappermaus. Muss ich mir mal eine kaufen, die nicht klappert. Das ist leicht ätzend, aber gut. Da kommen wir nicht hoch. Da drüben kommen wir nicht weiter, weil der Weg da versperrt ist. Da braucht man. Geht es mit dem Hammer? Am anderen Werkzeug. Ja, das ist ja die Linse da. Ja, und da fehlt ein Zahnrad. Aber ich kann hier noch nichts machen, schade. Es fehlt tatsächlich noch ein Zahnrad. Die Frage ist, wo bekomme ich das her? Da hat es gerade noch geglitzert. Nein? Glitzert nichts mehr. Ich würde sagen, wir suchen im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao, Leute.